Hallo Leute, es liegt heute ein Duft in der Luft. Ist es der Kaffee vielleicht? Nein, er riecht zwar gut, aber er ist es leider nicht. Was heute in der Luft liegt, ist schlicht und ergreifend der Geruch der Gerüche, nämlich der Dads. Pedal Smell. New Pedal Smell. Yeah. Wir machen heute ein Unboxing und zwar von etwas, auf was ich mich jetzt wirklich sehr gefreut habe. Nämlich habe ich vor kurzem ein paar Videos mit Henning Pauli von HP42 machen dürfen, was ich total geil fand. Und wir haben da ein paar Effektpedale von einer Firma vorgestellt, die ich gar nicht kannte, nämlich Orion Effects. Und ich war ziemlich baff von den Teilen, also ich war ziemlich überzeugt, ich fand die ziemlich geil. Auf jeden Fall habe ich aus Zufall dann, was heißt aus Zufall, auf jeden Fall hat mir dann der Chefdesigner und glaube ich auch derjenige, der das baut, nämlich Jan van Driest geschrieben und irgendwie hat er mir dann angeboten, dass ich jetzt auch mal eine Demo über ein Pedal machen darf, was mir besonders sehr, sehr gut davon gefallen hat. So, und das ist, was wir heute machen, nämlich, das war vorhin in meiner Mail, Jan van Driest Orion Effects, und das machen wir jetzt zusammen auf und schauen mal, was da drin ist. Dafür habe ich natürlich ein völlig überproportioniertes Messer, genau so. So, dann machen wir das ganze Teil einfach mal auf. Ja, was Orion Effects im Prinzip ist, sie haben, also Jan van Driest scheint sich wirklich auf die ganzen Trive-Pedals zu konzentrieren. Also er hat mittlerweile wirklich schon eine relativ große Auswahl an Trive-Pedals, die von Fuzz bis Overdrives bis Booster und Buffer war, glaube ich, auch so ein Teil. Und auf jeden Fall das Coole an diesen Teilen ist ganz einfach, dass die wirklich komplett handmade von ihm in Deutschland. Hier steht zwar jetzt eine andere Stadt drauf, aber ich glaube, er kommt irgendwo dabei. Also hier steht Haasbergen. Keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall baut er die ganz alleine in totaler Handarbeit. Totale Boutique-Pedals. Und wir schauen jetzt mal ganz einfach, was da drin ist. So. Okay. What we got here? Lieferschein. Markus Klettke. Der Lieferschein. Ohne Adresse. Yo, okay. Und here we go. Here we go. Sogar mit einem super extra Schaumstoff. Ja. So. Okay, und hier ist jetzt die erste Verpackung Autofokus. Und nämlich handelt es sich hier um den Western Drive. Und wir machen den jetzt einfach mal zusammen auf. So, und jetzt schaut man mal da rein. Ist das nicht gottverdammt geil? Ich meine, man macht es auf und hat ein kleines Säckchen drinne mit... Man hat ein kleines Säckchen drinne mit einem kleinen Orion-Effekte-Button. Also, total geil, ist wirklich so ein kleiner Strohsack. Absolut geil. So, dann machen wir das Ganze einfach mal auf. Und mach schon. Ah ja. Oh, und da ist er. Da ist er. So. Da haben wir den Western Drive. Es ist einfach jedes Mal wieder schön, ein Orion-Effektgerät zu sehen. Ganz einfach, weil diese Teile von Hand geaged sind. Gott, ist das geil. Also, wie man sehen kann, es handelt sich hier um ein Overdrive-Pedal und ich hoffe, dass die Kamera das irgendwie einigermaßen einfangen kann. Aber auf jeden Fall, das Teil ist wirklich richtig cool geaged mit Kratzern und allen Kram. Also praktisch, ihr müsst eure Pedals gar nicht mehr selber zerkratzen. Wenn da mal ein Kratzer drauf ist, macht es überhaupt nichts, weil es sieht so und so schon cool und zerkratzt und kaputt aus. Total cool. Ansonsten, was einem natürlich hier noch ins Auge fällt, Handmade in Germany, sogar mit Datum der Herstellung 11. August 2016 mit
Unterschrift von ihm. Und muss man dazu noch mehr sagen? Ich glaube, ganz ehrlich, mehr Boutique kann man schon gar nicht mehr bekommen. Weil, mal ganz ehrlich, du machst das Ding auf. Ich meine, die Pedals liegen wirklich so bei, ich glaube, 200 Euro rum. Und es ist einfach ein Gefühl, du machst das Ding auf und denkst dir sofort, das ist wirklich mal was Besonderes. Jetzt habe ich mir mal nicht irgendein Pedal gekauft, sondern jetzt habe ich mir mal was Ordentliches gekauft. Total der Wahnsinn. So, schauen wir noch ganz kurz, was wir sonst noch hier Tolles in der Verpackung haben. Da haben wir einmal einen ganzen Katalog. Wunderbar. Sogar mit Pack. Also, für alle Englischsprachigen vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste... Also für alle Englischsprachen jetzt vielleicht, also die Anleitung ist auf Deutsch, aber ganz ehrlich, wenn man sich jetzt mal die anderen Pedals auch anschaut, total simpel, einfach nur geil. Und wie man sehen kann, also Distortion General, Silver Drive, Fuzz, Null Booster, Mini Minus Booster, alles Drive Pedals, total cool, hinten mit großer Anleitung oder mit großer Beschreibung, was jedes einzelne Pedal tut. Ansonsten haben wir natürlich auch hier noch eine Bedienungsanleitung. Oh, ist das geil. Das ist wirklich cool. Also, wenn man sich jetzt mal diese Bedienungsanleitung anschaut, ja. So, hier ist sie. Ist das natürlich erstmal eine ganz normale Bedienungsanleitung. Ich weiß gar nicht, ob es die ist. Wahrscheinlich auch komplett in Deutsch. Jo, die ist in Deutsch. Technische Daten. Auf jeden Fall, wenn man sich diese Bedienungsanleitung anschaut, sieht man hier hinten schon mal wieder einen kleinen Stempel, komplett handgeprüft mit Unterschrift, 11. August 2016 mit handgeschriebener Seriennummer und ein Orion-Effekte Stempel, total geil. Also einfach total geil. Sonst haben wir noch, okay, wir haben noch Wechselteile für wir haben hier die englischen Labels drauf, weil das Ding ist natürlich, dass die Orion-Effekte auch vorne gelabelt sind mit Deutsch, nämlich mit Pegel, Klang und Verzerrung. Und hier gibt es dann noch die Übersetzung mit Volume, Tone, Treble, Bass, Distortion, Drive, Gain, Mix für alle Pedals. So, dann haben wir noch, geil, ein Orion-Effekte Plektrum und zwar in Herzform. Ist das nicht niedlich? Das ist wirklich cool. Was haben wir ansonsten noch? Okay. Es gibt von Orion übrigens auch herzförmige Plektren. Und dann haben wir noch I Love My Fuzzbox Sticker und noch ein Katalog. Sehr cool. Ja, im Prinzip war das auch schon wieder ein viel zu langes Unboxing-Video, aber ich bin auf jeden Fall ultra glücklich, dass ich das Teil jetzt vorstellen darf und die große Demo, die folgt dann in Kürze. Und jetzt werde ich erstmal meinen Amp gehen und werde das Schätzchen erstmal richtig ausprobieren. Und ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Seid gespannt auf die Demo. Das Ding klingt, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ziemlich geil. Also ziemlich sehr geil. Und mir hat es viel mehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut euch dann die ganze Demo an und wir sehen uns später. Keep rocking!